Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das aktuelle Unboxing von der Brigitte Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Brigitte Box ist eine Beauty Box, die alle 2 Monate erscheint. Sie kostet zwischen ungefähr 25 und 30 Euro, je nachdem welche Aboform man so wählt, ne? Und sie enthält Produkte aus den Bereichen Beauty, Food, Lifestyle, Fashion auch ab und an mal, ne? Aber hauptsächlich ist es eine Beauty Box und ja, habe ich schon gesagt, hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich weiß es nicht, ich bin heute ein bisschen paddelig unterwegs, drehe heute ein paar Videos und dann geht es nachher auf einen 2G plus Mädelsabend und ja, genau, so, auf jeden Fall ist es eine Box, die ich in der Kooperation zugeschickt bekomme. Vielen, vielen Dank an das liebe Brigitte Boxenteam. Da aktuell ein paar Umstrukturierungen stattfinden, ist leider nicht möglich, eine Gewinnerbox rauszuschicken. Aber ich verlose in diesem Video ein Beauty-Paket, was dann von mir gestaltet sein wird. Also, falls du an der Verlosung teilnehmen möchtest, dann schau gerne in der Infobox vorbei. Da sind alle Teilnahmebedingungen soweit aufgeführt. Ich bin sehr gespannt, was jetzt hier drin ist. Ne? Wir haben jetzt so eigentlich die November-Dezember-Box. Also quasi, es geht Richtung Weihnachten. Also könnte es sein, dass wir hier auch schon so das ein oder andere weihnachtliche Produkt drin haben. Irgendwas mit Goldglitzer oder roter Nagellack, roter Lippenstift oder vielleicht sogar einen aufklappbaren Weihnachtsstern oder sowas. Sehr, sehr aufregend. Wir haben auch immer tatsächlich, weil es von der Brigitte Zeitschrift inspiriert ist, die Brigitte Zeitschrift mit dabei. Das ist jetzt die, der Advent zieht ein, ja passt einfach, ne? Zeitschrift Nummer 24, 10.11.2021, Deutschland 3,70 Euro. Das nehme ich auch natürlich in den Wert mit auf, ne? Und ja, hier sind dann so Modetipps und Tricks und Beauty-Tipps und Tricks und Lifestyle-Infos und so. Und wir sind aber hier zum Unboxing, deswegen lassen wir den Karton einmal pupsen, öffnen ihn. Oh mein Gott, und jetzt kommt schon ein Duft hier raus. Oh mein Gott. Schön blumig, aber auch so seifig. Also wir werden hier auf jeden Fall was zu Körperreinigung mit dabei haben oder zu Haarreinigung. Das hier ist nämlich der Blick auf das Seidenschleifchen, das Seidenpapier und den Klebi, was ich jetzt einmal mit euch vorsichtig öffne. So, und dann haben wir hier, Hallöchen, einmal, ein bisschen was entfernen, den Blick in die Box. Oh, sieht das schön aus. Oh, ich sehe schon Glück. Glück ist immer gut. Ja, dann haben wir hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist mit den aufgeführten Produkten. Und wir schauen einfach mal, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Auszeit mit der Brigitte Box Nummer 6. Kleine Auszeiten helfen uns, die wichtigen Dinge nicht aus den Augen zu verlieren, wenn uns der Alltag einholt. Das Geheimnis liegt im scheinbar Unscheinbaren. Für die einen reicht das ausgedehnte Frühstück am Wochenende mit einem Gläschen Marmelade, um zu entspannen. Andere brauchen das spannende Buch am Abend oder eine kleine Yoga-Session, um loszulassen. Jeder kann etwas finden, das Entspannung bringt, ohne dafür Schlaf einzubüßen, die wertvolle Mittagspause zu opfern oder aufgrund dieser organisatorischen Mammutaufgabe in Stress zu verfallen. Ja. Wir kommen mit einer warmen Dusche und einer Gesichtsmaske zur Ruhe. Oh geil, ja. Mit Süßen sind für einen Moment die Alltagssorgen vergessen und die Anti-Aging-Pflege lässt unsere Sorgenfältchen verschwinden. Mit der Brigitte Box Auszeit möchten wir auch Ihren Alltag, in Ihren Alltag, etwas Gelassenheit bringen. Viel Spaß beim Auspacken und Entdecken, Ihr Brigitte Box-Team. Das hört sich schon mal gut an, ne? Also bin ich echt gespannt, wie die uns dann daran führen. Also hier das mit der Marmelade wurde ja schon gespoilert, ne? Da haben wir die Glückminis drin und die liebe ich. Die packe ich jetzt auch gerade aktuell gerne in Adventskalender mit rein oder ich gönne sie mir halt selber, wenn man sich morgens einfach mal einen Toast macht oder einen Croissant oder sowas. Und hier haben wir Himbeere, Aprikose, Erdbeere und Johannisbeere. Mag ich alle sehr gerne, 4x28 Gramm. Und ich mag Glückmarmeladen, weil es einfach, die sind A, lecker und B, haben die halt immer, weil da Glück draufsteht, was Positives mit dabei. Und das ist schon mal, ne, etwas, was den Alltag ein bisschen glücklicher macht. Dann habe ich hier etwas drin, was wahrscheinlich für den Duft zuständig ist. Und zwar von Velvet Tea. Geil, das kenne ich ja noch gar nicht. Sandelholz und Olivenöl. Feste Peeling Duschseife. Nee, das ist nicht das, was so duftet. Das hier riecht wirklich nach Sandelholz.
Also mein erstes festes Peeling wird ausprobiert, ne? Ich kenne feste Gesichtspflege, feste Creme tatsächlich auch schon, feste Körperpflege und so, aber noch nicht als Peeling. Das finde ich interessant und das kann ich mir auch sehr sinnvoll vorstellen, ne? Mit Muskat, Salbei, Sandelholz, richtig geil, freue ich mich drauf, richtig cool. Und dienstags und freitags peele ich mich auch immer. Und dann kommt das demnächst mal zum Einsatz, denn mein aktuelles Peeling nähert sich dem Ende. Dann haben wir hier noch was zum Naschen mit dabei. Das sind Jellybean-Viecher, Jellybeans, ja. Und da hast du 36 verschiedene Geschmäcker drin. Das ist immer so spektakulär, wenn man sowas zum Beispiel ins Büro stellt oder so, ne? Und dann die gefräßigen Kollegen vorbeikommen und dann naschen, was man bei sich auf dem Tisch stehen hat. Und man halt sowas dahin stellt oder eine Chili-Schokolade oder so. Ist immer sehr ulkig, ne? Achtet einfach auf die Gesichter und habt eure Freude. Kann man auch mal ganz gut so alleine snacken. Das hier habe ich letztens, ich glaube, meiner Mama auch geschenkt. Oder habe ich die selber? Nee, das war eine Tube. Von Sebamed. Das ist nämlich pH-hautneutral. Ein Faltenfiller aufpolsternd mit dreifach Hyaluronkomplex. Ja, das ist eine Gesichtscreme. Und Sebamed ist sehr, sehr hautverträglich. Also immer, wenn ich wirklich krass irgendwelche Probleme habe, greife ich da ganz gerne drauf zurück. Und hier haben wir dann auch nochmal ein Tiegelchen. Und meiner Mama gebe ich das halt auch super gerne, ne? Weil die auch Neurodermitis hatte und da sehr geplagt war von, ne? Und die Haut dementsprechend auch echt darunter gelitten hat. Und sie freut sich immer über Sebamed-Pflege. Ja, mag die sehr, sehr gerne. Okay, was machen wir denn nun auf hier? Aha, das finde ich auch gut, das gönnen wir uns gleich mal, ne? Ja, das trinken wir. Rabenhorst Wohlfühlen mit Eisen. Für die Blutbildung und den Energiestoffwechsel. 125 Milliliter haben wir hier drin. Haben wir erfreulicherweise jetzt wirklich häufiger in Beautybox. Ist noch kalt, weil jetzt gerade erst der DHL-Bote das gebracht hat. Liebe Grüße gehen raus an Klaus. Ja, so. Der geht jetzt bald in Rente. Genau. Weil ich das einfach gerne trinke. Ich habe hier eigentlich noch ein bisschen was stehen, aber da nehme ich einfach den Strohhalm, weil ich habe ja Lipgloss drauf, ne? Sag da mal Prost. Kann ich nicht ächzen, das ist so kalt. Ich habe hier einen Frost. Ui. Aber es ist lecker. Mag ich sehr, sehr gerne. Ne? Oh, ich mag diese Vitamingetränke immer gerne. Ist Müll. Kann schon direkt im Müll. Ciao, Kakao. Dann habe ich hier was drin von Nature Box. Das ist toll. Das ist süß. Kräftigungskur her, schon 99% natürlicher Ursprung im Gesamtprodukt. Süß. 60 Milliliter. Und da wirst du wahrscheinlich dann nur wenig von brauchen, wenn das ein Shot ist. 30 Sekunden lässt du das nur drauf. Das ist krass. Das beschreibt, warum das ein Shot ist, ne? Mit 5-mal mehr kaltgepresstem Öl. Jo, mag ich. Kann ich gut verwenden. Ich habe halt immer wieder, ne, dass mein Haar sowas braucht. Alto Belli, hier haben wir was ganz Teures drin. Geil, von Mud Mask, Melting Matte Cleansing Mask for Sensitive Skin habe ich. Und das machst du anstatt von deinem Morgencleanser aufs Gesicht. Richtig geil, wird direkt in Anwendung genommen. Ist eine milde Reinigung, Porenreinigung, Rebalancing, Energizing, Rehydrating, 75 Milliliter. Erfahrungsgemäß kostet so eine Tube auch mal locker 49 Tacken, dementsprechend Halleluja. Denn die Box kostet ja 25 Euro, ne? Zack, doppelt so viel wert wie die Box. Läuft bei ihm. Ne, finde ich cool. Und sowas im Gesicht mag ich gerne leiden. Hast du auch ein bisschen deine Auszeit, deine Pflege so ein bisschen auch mit dabei. Ich weiß gar nicht, normalerweise machst du das nämlich quasi einfach direkt auf dein Gesicht. Nur die Hände waschen, dann das Gesicht mit lauwarmem Wasser abwaschen, dann machst du ein bisschen was auf dein Gesicht und dann massierst du das ein bisschen ein. Dann lässt du die Maske drauf, während du dir die Zähne putzt und dann kannst du es wieder abwaschen. Doch, ne? Ende Dezember, aufgebraucht Video, wisst ihr Bescheid. Dann habe ich hier wahrscheinlich das, was so riecht. Oh ja, Miro Femme Perfume Bath and Shower Gel. Das riecht wirklich gut. 250 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und Miro sind ja auch Parfüms, die wir öfters mal drin haben. Da habe ich auch, ich glaube, in meinem Parfümgedönsen auch was stehen. Ganz tolle, günstige Parfüms, die aber auch schöne Dupes manchmal sind, ne? Also wirklich sehr, sehr erschwinglich. Und hier haben wir dann ein Duschgel mit dabei. Das mag ich gerne leiden. Und Duschgels allgemein braucht man halt, ne?
Hat auch einen angenehmen Duft. Ich weiß jetzt nicht, wonach. Es riecht halt einfach nach Frau, die sich duscht. Oder die mit dem Parfüm. Das kann ich euch gar nicht genau sagen. Ein bisschen schwerer halt vom Duft her, aber sehr geil. Also, ne, schwierig das zu beschreiben. Aber riecht gut. Dann habe ich hier, okay, wir haben mal wieder Zahnpasta hier drin. Aber dieses Mal, also mal wieder in einer Box regulär drin, ne? Ja, auch die Zähne sollen schön und gepflegt sein, denn sie tragen zum generellen Erscheinungsbild mit bei. Aber für mich ist es halt das Gleiche. Ich brauche hier auch keine Klopapierrolle drin haben, ne? Deswegen für mich sind Zahnpasten nicht so geil in, tatsächlich in Beautyboxen. Ich musste gerade ein bisschen lachen, weil ich hatte letztens auch so Zahnputztabs und wusste nicht, dass es Zahnputztabs drin sind und habe gedacht, es wären einfach so Kaubonbons. Hab die gekaut, runtergeschluckt und mir beim Runterschlucken gedacht, irgendwas ist hier komisch, weil das so schaumig war. Ich hätte mir damit die Zähne putzen sollen. Okay, 125 Stück sind hier tatsächlich drin enthalten. Das sind bis zu 2 Tuben. Natural Super Clean Zahnputztabs und das ist irgendwie ja, Happy Brush. Also theoretisch machst du die halt im Mund, zerkaust die und dann nimmst du deine Zahnbürste und putzt dann in deinem Mund rum. Ja, ne, ist glaube ich auch eine ganz coole Geschichte für unterwegs oder so, dass du halt keine ganze Tube mitnehmen musst, sondern dir einfach nur ein paar Tabs davon mit einpackst, aber... Ich persönlich mag nicht so gerne Zahnpasta-Tabs. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Ich habe schon das ein oder andere so ausprobiert und nicht runtergeschluckt, sondern mir damit die Zähne geputzt, ne? Ja, ist nicht so ganz meine Welt. Aber gut, jeder so, wie er meint. Dann habe ich hier noch Melts drin. Nee, Lifting stand hier nur. Melt Natural. Ach so, warum habe ich an Melt gedacht? Ich weiß es nicht. Es ist aber eine Barbour-Ampullengeschichte. Was zur Hölle? Barbour Lifting and Firming. Und das ist 7 Ampullen. Das sieht so ganz anders aus. Man kennt es sonst aus dieser Plastikverpackung, ne? Und das ist ja einfach so natürlich. Ich bin gerade überwältigt. Weil ich dachte ernsthaft, das wäre irgendwie ein Melt halt, ne? So für einen Melt-Warmer. Ist das hübsch. Oh. Also eine schöne Geschichte zum Verschenken, aber auch zum selber Verwenden, ne? Get lifted. Und dann hast du eine 7-Tage-Kur hier drin. Ach so, sind das unterschiedliche Ampullen? Ja, tatsächlich. Das startet mit 3D-Firming. Das hast du 4 Tage lang. Und dann hast du 3 Tage lang Lift Express. Sehr geil. Sehr, sehr cool. Machst du eine Woche einfach mal eine Kur. Ich glaube, das werde ich echt mal ausprobieren. Ich bin ja auch ein großer Fan von den Dalton-Ampullen. Ne? Da müsste jetzt aktuell auch mein Code BeautyCloudy für 20% Rabatt sorgen. Aber ich teste natürlich auch weiter noch andere Marken aus. Einfach so ein bisschen, weil ich ja ausprobiere. Und das hört sich sehr interessant an. Nett. Und auch das super hoch vom Wert. Ich glaube, sowas kostet 30 Euro. Krass. Und hier habe ich einfach mal, ich packe hier nämlich rein, habe die erste Maske rausgenommen, die zweite, die dritte. So, was zur Hölle ist hier los? Wir haben hier einfach 3 Schelmensmasken drin enthalten. Und jeweils ist es so ein 2er-Sachet. Hammer. Einmal ist es die Aloe Vera-Maske für Feuchtigkeit ins Gesicht. Dann haben wir die Anti-Falten-Maske für einen Sofort-Lifting-Effekt. Und dann haben wir die Hyaluron-Maske Hydro-Boost nochmal für Feuchtigkeit und auch das für Faltenreduktion. Hammer. Krass. Also was eine geile Box. Also jetzt, ne, wirklich mal. Wir haben hier aber tatsächlich ein Food-Produkt drin, nee, 2 Food-Produkte und sehr, sehr geile Beauty-Artikel. Also die Zahnpasta-Tabs ist okay, ne, wenn der Rest vom Schützenfest halt so geil ist, dann ist es für mich vollkommen in Ordnung. Ich bin ein bisschen überrascht, dass wir tatsächlich nur Pflege drin haben und keine dekorative Kosmetik. Aber finde ich nicht schlimm, weil das waren geile Produkte, ne? Ich bin sehr gespannt darauf, die Produkte auszuprobieren. Und für 25 Euro machst du hier nichts verkehrt. Du hast hier wirklich einen guten Deal immer mit dabei. Du musst halt immer nur schauen, ob dich die Produkte in der Box so ansprechen, weil da werde ich öfters nachgefragt, welche Box kannst du so empfehlen. Das ist eine Box, die sich an eine Frau richtet, die so ein bisschen pflegeaffin ist, aber auch mal das ein oder andere nebenher ausprobieren möchte, auch was Food angeht, die Bock auf Wellness hat, die Bock hat vielleicht sich auch ein bisschen zu schminken und die auf jeden Fall auch Anti-Aging-Produkte verwendet. Das heißt, einem Teenager würde ich die Box eher weniger empfehlen, aber einer Frau in meinem Alter, so 30, Mitte 30, aufwärts auf jeden Fall, ne? Ich finde die immer klasse und freue mich jedes Mal, wenn sie hier bei mir eintrifft, alle 2 Monate. Und ja, bedanke mich auch sowohl bei der lieben Brigitte Box Crew als auch bei euch fürs Zuschauen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!